Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer Sie uns einschalten. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Alice Exchange. Heute ist der Dienstag, der 31. Januar, dementsprechend der letzte Handelstag des Monats. Der war ja nicht schlecht, der Januar. Heute als Gast haben wir den Daniel Saurens, der bringt uns ein paar Titel gleich mit. Einmal die Deutsche Lufthansa, dann noch Meta Platforms, obendrein noch eine PNE Wind. Und last but not least auch noch die Tesla. Ja, den Daniel begrüßen wir gleich. Zunächst erst einmal nochmals herzlich willkommen auch von der Seite von Alice Exchange. Ja, vor allen Dingen aber auch wichtig der Blick auf den Disclaimer. Den haben wir hier eingeblendet. Es schadet nichts, den einfach mal sich durchzulesen, damit einem auch klar ist, dass das hier keine Anlageberatung ist. Es handelt sich um Marktinformationen, um News, um Updates, die den Kapitalmarkt, die jeweiligen Aktien auch, die jeweiligen Wertpapiere an diesem Tag bewegen könnten. Erst einmal herzlich willkommen, Daniel. Und ich habe eben schon im Vorfeld mit dir darüber gesprochen. Die ein oder anderen Marktbewegungen in den jeweiligen Aktien wirst du uns sicher näher bringen. Was ist da los? Aber zunächst erstmal der Blick auf den DAX heute Morgen. Wir sind ja schon wieder so ein Stück weit im Kampf um die 15.000er Marke. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Zentralbanktermine direkt vor der Haustür. Ja, wir haben vor allen Dingen, oder wir sind mittendrin in der spannendsten Woche, meiner Ansicht nach vielleicht des ersten Börsenquartals insgesamt. Denn eine Woche mit Unternehmenszahlen von Meta, von Apple, von Alphabet und auch Amazon. Dann hast du die Fed und die EZB. Und natürlich die große Frage nach dieser Januar-Rallye, war das eine Bullenfalle? Oder was heißt, war es eine Bullenfalle? Es ist einfach eine Zwischenrallye gewesen, die aber noch eine Bestätigung bedarf. Wir glauben schon, unser Indikator auch bei Feingold Research ist seit letzter Woche unser Sentiment-Indikator auf Short gehen bzw. verkaufen seit Mitte letzter Woche. Und man sieht auch in den Indikatoren, wie heiß gelaufen die Märkte sind. Also bei den 40 DAX-Titeln knapp 90% liegen im überkauften bis sehr stark überkauften Bereich. Bei den Momentum-Tech-Aktien in den USA ist es auch in der Richtung. Man sieht das ja auch, der Bitcoins hoch, alles was am Bitcoin an Aktien, also sprich an Ausrüstern, die ganze Chipbranche im Januar massiv gelaufen und auch in den deutschen Nebenwerteindizes. Wir hatten vor zwei, drei Wochen, glaube ich, mal eine Junge Heinrich hier in der Schalte. Da sieht man, was solche Titel auch im Januar zugelegt haben. Das heißt, long story short, das Chance-Risiko-Verhältnis für Aktien sieht im Moment nicht gerade prickelnd aus, jedenfalls nicht im Vergleich zu Ende Dezember oder auch letztes Jahr September, als wir einen ausverkauften Markt hatten. Und dazu kommt noch, unser Sentiment-Indikator liegt jetzt so hoch, wie er letztes Jahr Anfang des Jahres war und im Frühsommer. Und das war jeweils ziemlich genau der Endpunkt einer Rallye. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, Mittwoch die Fed, Donnerstag die EZB. Und das gab es in den letzten Jahren sehr selten, dass man sagt, da werden im Grunde zwei Notenbanken erwartet, von denen beide hawkisch sein könnten und die EZB möglicherweise noch hawkischer als die US-Notenbank. Denn das Inflationsthema nimmt zwar die richtige Richtung ein, aber ich glaube nicht, dass die Notenbanken schon einknicken und eine Tür aufmachen Richtung Lockerung. Das würde mich wundern. Ja, wir haben ja auch beim Chart hier beim DAX zum Beispiel auch schon ein bisschen gesehen, auch im gestrigen Bereich haben wir ja schon darauf hingewiesen, dass die technische überkaufte Lage dann doch schon ein bisschen ein Ausrufezeichen setzt, auch für die Anleger, auch Trader, die vielleicht gerade noch darüber nachdenken, auf den Zug aufzuspringen, vielleicht mal ein leichtes Vorsicht hinauszuschreien und zu sagen, man sollte sich vielleicht mal ein bisschen auch vor den Notenbanken gerade ein bisschen anschnallen. Nochmals natürlich darauf hingewiesen, dass es kein Tipp hier jetzt plötzlich short zu gehen, sondern einfach nur ein bisschen wachsam zu sein und ein bisschen auch die Lage wirklich zu beobachten und gegebenenfalls eben dann Chancen, dann wieder neue Chancen zu wittern. Wir haben die Lufthansa als erste Aktie heute im Thema. Was kannst du uns da Neues berichten?
Genau, ich habe mal ein paar Aktien mitgebracht heute, die so exemplarisch stehen, auch für die Rallyes, die wir gesehen haben. Und bei der Lufthansa, da war es meiner Ansicht nach nicht eine reine Short-Eindeckungsrallye, wie zum Beispiel bei Tesla in den USA, da kommen wir später noch zu, sondern bei der Lufthansa ist das Ganze fundamental schon unterfüttert und deswegen die jüngste Kursbewegung auch mit Berechtigung, will ich mal sagen. Mehrmals die Prognosen erhöht. Ryanair hat er jetzt auch in den letzten Tagen nochmal bestätigt, der Flugverkehrsmarkt ist bombenfest und man sieht es ja auch. Die Menschen wollen, zumindest die, die während der Corona-Phase nicht geflogen sind, wieder deutlich viel mehr reisen. Das mag medial anders aussehen, wenn man gerade in Deutschland so guckt, was Thema ist, aber Fakt ist, es wird gereist und die Flugkapazitäten sind zwar da, aber sie werden auch brutal gut ausgeschöpft und davon profitiert die Lufthansa und deswegen hat die Aktie sich so gut entwickelt. Kleiner Pferdefuß, auch das hast du eben schon angesprochen. Eine der Aktien, die auf der kurzen Sicht, und da muss man sehr viel trennen, Moment, kurz- und mittelfristige Sicht. Auf der kurzen Sicht ist die Lufthansa auch überhitzt und überkauft. Auf der mittelfristigen Sicht ist es wahrscheinlich konstruktiv, wenn man sich mal anguckt, dass ein Rücksetzer kommt und sich dann vielleicht reinbegibt in den Titel. Das gilt generell dieses Jahr. Es wird ein holpriges oder es könnte ein holpriges Börsenjahr werden, indem man für die nächsten Jahre wirklich auch gute Aktien abgreifen kann. Aber in jeden Hype muss man nicht reingehen und sich dann auch immer wichtig angucken, wie sind die Überhitzungsfaktoren bei den Aktien Lufthansa kurzfristig überhitzt. Ja, wir haben den Chart hier auch nochmal in der längeren, in dem 6-Monats-Bereich und im Jahresbereich. Und wenn man sich dann anschaut, wo die Aktie herkommt, natürlich aufgrund der Corona-Pandemie sehr gut erholt, auch mit den Staatshilfen alles zurückgezahlt. Also das lief richtig gut in den letzten Quartalen für die Lufthansa. Wir hatten gestern schon mal den Titel Ryanair, um da gerade auch ein starkes Winterquartal wurde da berichtet. Ich gehe mal davon aus, dass bei der Lufthansa jetzt nicht unbedingt die Zahlen total schlecht in dem Vergleich wären. Obendrein könnten wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, da hatten wir gestern auch schon mal drüber gesprochen. Vielleicht nochmal der kleine Hinweis: dieser Eintritt oder dieser mögliche Eintritt in den italienischen Markt ist ja ein wichtiger Markt für die Lufthansa. Also da vielleicht nochmal genaueres auch mal sich selbst mal durchlesen, sich ein bisschen einlesen. Spannender Titel auf jeden Fall. Ja, die Meta ist natürlich alles andere als nicht spannend. Sie ist natürlich auch ordentlich unter die Räder gekommen in den letzten Quartalen. Also gerade bis in die Richtung Ende Oktober, Anfang November haben wir natürlich da einen richtigen Klatsch zur Südseite gesehen, wo man schon davon ausging, dass Mark Zuckerberg scheinbar die Ideen ausgehen oder er sich mit seinem Metaverse total in Anführungszeichen verzockt. Was kannst du uns da zu Meta-Plattformen sagen? Naja, die war klassisch überverkauft. Die würde ich in die Richtung auch setzen, Short Coverage. Das heißt, viele, die übershort waren in der Aktie, haben dann auch eindecken müssen oder haben eingedeckt. Was aber positiv ist bei einigen US-Momentum- und Tech-Aktien, sie verstehen so langsam, das trifft auch auf Spotify zu, das hat man auch gehört bei Alphabet zum Teil oder bei Microsoft. Sie verstehen zum Teil, dass sie es gehaltsmäßig und Mitarbeiterstabsmäßig überzogen hatten. Und deswegen gab es zuletzt positive Reaktionen, wann immer angekündigt wurde, dass man defensiver ist beim Personalaufbau oder auch mal Teams kleiner macht, also mit anderen Worten entlässt. Das ist natürlich für den Arbeitsmarkt in den USA nicht so prickelnd, aber da war sehr viel mit sehr, sehr hohem Gehalt eingestellt worden. Und das haben große Fondsmanager kritisiert, auch große Investment Häuser und da scheinen die Tech-Konzerne verstanden zu haben. Ja, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass gerade bei Tech-Werten überhaupt der gesamte Technologiesektor ist ja auch ordentlich unter die Räder gekommen, weil dieses sogenannte Money for Nothing plötzlich ja nicht mehr da war. Und man musste sich aber vorstellen, von März 2022 bis heute hat sich natürlich auf der Zinsseite gerade in den USA prächtig was getan. Also um klar zu sein, weit über 4, 4,25, 4,5% Zinsanhebungen, das ist schon starker Tobak. Und damit muss man sich natürlich auch mit diesem neuen Zinsumfeld auch aus dem Technologiesektor erstmal anfreunden. Und das mit Refinanzierung wird alles andere als günstig für die Herrschaften werden. Also das muss man sich eben auch nochmal aus der Seite anschauen. Ordentlich Gegenwind ist praktisch. Wir machen mal die Überleitung zum Wind, zur Windenergie. PNE Wind ist hier das Thema. Da ist der Titel heute Morgen auch nochmal kurz im Ticker erwähnt worden von Metzler. Hier gab es eine Abstufung zwar vom Kursziel, aber weiterhin eine Kaufempfehlung. Das nun mal als beischmückendes Werk hier. Du hast hier Informationen für uns mitgebracht.
Ja, es gibt gar keine neuen Informationen groß. Am Freitag wurde ja bekannt, dass dieses Übernahmeszenario, Morgan Stanley involviert, dass das erstmal geplatzt ist. Das hat die Aktie nach unten geschossen. Die war ja am Montag sehr schwach auch. Was wichtig ist, glaube ich, bei der PNE, dass er jetzt aber nicht heißt, dass dieser Titel de facto tot sein muss, sondern operativ schaut sehr gut aus. Und es kann natürlich auch immer wieder neue Wasserstandsmeldungen geben. Das ist vielleicht auch eher mal ein Hinweis für diejenigen, die da mit Hebel unterwegs sind, in beide Richtungen, dass da Ausschläge von 5, 10, vielleicht sogar 15% Ja, der Daniel ist ganz kurz eingefroren. Das mag daran liegen, dass er heute im Interview eine etwas Gespräch. sehr lange Leitung hat, die in Richtung Ausland geht. Ich hoffe, wir kommen gleich wieder zurück. Ich habe dich die ganze Zeit Gut. gehört. Ja, du warst kurz eingefroren, der Ton war kurz weg, aber Okay. mag sein, dass es einfach irgendwo kurz gehakt hat, auch bei Zoom kann ja passieren. Ach so, ja, hatte ich letzte Woche auch bei Microsoft Teams. Da stand dann eine kurze Zeit später bei Bild, dass es der Service komplett ausgefallen war morgens mal. Das hoffentlich passiert uns jetzt nicht. Nee, das passiert uns nicht, aber ich kürze es dann nochmal ganz kurz ab, die PNE, also darauf achten, wie stark der Hebel ist, Ausschläge intraday 10, 15% sind da jederzeit auch drin und die Aktie ist nicht tot. Metzler, wie gesagt, jetzt auch mit konstruktivem Kursziel, auch wenn sie es runtergenommen haben, trotzdem begründet, warum das Unternehmen weiterhin sehr spannend ist und das muss man bei der PNE eben berücksichtigen in den nächsten Tagen. Die wird mit Sicherheit bei den top gehandelten Nebenwerten bleiben. Tja, also Sie sehen, das ist hier eine Live-Aufzeichnung. Da passiert immer mal irgendeine Technikgeschichte und wir sind froh, dass alles stabil läuft und das hoffentlich nicht immer wie bei Teams laufen muss. Davon erstmal jetzt hier werden wir uns ganz kurz erholen von diesem kleinen kurzen technischen Rücksetzer und werden hier auf die Tesla blicken. Wir haben hier in den letzten Monaten natürlich auch da eine reinste Achterbahn gesehen bei diesem Wert. Natürlich hat auch da Elon Musk mit seinen großen Verkäufen und mit seinen Twitter-Skandalen da ein bisschen auch dazu beigetragen, wo man sich schon fragte, wie kann dieser Mann eigentlich drei Unternehmen gleichzeitig steuern oder eigentlich in Klammern vier. Also das ist schon heftig. Jetzt in der letzten ja, Tagen auch da vielleicht so eine sogenannte Short-Squeeze-Bewegung. Was würdest du dazu sagen? Was hast du da an News mitgebracht, Daniel? Ja, technische Reaktion hast du, glaube ich, eben gesagt. Das war eine schöne Überleitung Richtung Tesla. Die Aktie hat über 60% zugelegt im Januar. Also da war die 6% Rücksätze am Montag jetzt nichts Besonderes, will ich mal sagen. Es scheint, dass das Short Coverage bei Tesla, das ist die nächste Aktie, die ganz klar in diese Richtung fällt, dass das erstmal zu Ende ist. Der Preiskampf im E-Auto-Bereich geht weiter. Das sieht man auch bei dem, was zum Beispiel Ford in den USA macht, aber viele, viele andere auch. Und es wird für Tesla jetzt sehr, sehr spannend sein, ob die Aktie sich oben hält, weil noch genug vielleicht Short waren und weiter eindecken. Ich glaube es eher nicht. Die Tendenzen gehen eher dahin, dass Short-Coverage jetzt erstmal durch ist. Und dann wird der Markt sich wieder betrachten, gerade nach dieser Januar von 65% nach oben. Wie ist denn der Unternehmenswert? Denn der ist ja keinesfalls gering, sondern der Titel ist oder die Firma ist immer noch im Vergleich zur Konkurrenz unglaublich hoch bewertet. Und deswegen ist die Frage, geht die Neubewertung oder ja, die Vernunftsbewertung von Tesla weiter? Man darf nicht vergessen, wenn der Titel dort ankäme, wo er vor dem Corona-Hype und vor dem, du hast das billige Geld angesprochen, vor dieser monetär bedingten Rallye, gerade auch bei Tesla, wo der begonnen hat im Jahr 2019, dann wären Kursziele eher 60, 50, 40 Dollar anzusetzen. Selbst dann wäre sie noch nicht günstig. Also nur weil Tesla jetzt irgendwie vom Top sehr stark korrigiert hat, heißt es immer noch nicht, dass die Aktie attraktiv sein muss. Da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Das ist aber das Schöne bei Tesla, auch weil so viele Meinungen da sind und in Extremform, das sieht man auch am Optionsmarkt, ist sie eben auch so volatil und kann man so viel mit der Aktie machen. Mitunter auch Also, Intraday. es wurden viele Luftschlösser gebaut, das muss man dazu sagen bei Tesla. Und hin und wieder kam halt eben auch jetzt mal die Luft raus. Das passiert nun mal an der Börse. Damit muss man bei solchen Werten rechnen, wenn man diese in seinem Portfolio hat.
Man muss es sich auch natürlich von der Bewertung, hat Daniel ja gesagt, auch vorstellen, dass dieser einzige Unternehmenswert Tesla den gesamten Automobilsektor quasi von der Bewertung übersprengt hat. Also Firmen wie Daimler oder beispielsweise VW oder auch von mir aus eine BMW und sogar eine große, ein Schwergewicht wie Toyota, alles zusammen, die kamen immer noch nicht auf eine Marktkapitalisierung wie Tesla und das ist eigentlich schon wirklich starker Tobak. Ja, wir gucken uns mal an, was die Woche jetzt noch ansteht. Wir haben ein paar weitere ja, Unternehmensdaten, ein paar ist gut, es sind wirklich Dutzende. Allein heute natürlich im Verlauf des Tages kommen noch viele Werte wie Amgen, Pfizer oder auch ExxonMobil oder Spotify und Chubb. Über die nächsten Tage verteilt natürlich auch zum Beispiel auch am Mittwoch eine Meta, über die wir ja heute sprachen. Am Donnerstag zum Beispiel eine Merck oder eine Amazon, am Freitag zum Beispiel eine Regeneron Pharmaceuticals oder Cigna oder auch die Chicago Board Options Exchange. Also einige Werte, die da auf jeden Fall dabei sind. Im heutigen Verlauf noch hier eine Dow Jones Wert, Caterpillar, dann haben wir noch eine Corning, Imperial Oil, Marathon, Petroleum Moody's und so weiter. UPS legt auch noch Zahlen vor, also es gibt einiges und Western Digital. Von der volkswirtschaftlichen Seite warten wir natürlich auch nicht nur auf den Monatsschluss jetzt hier heute, sondern auch auf die volkswirtschaftlichen Daten, die uns morgen und auch übermorgen so quasi auf uns einprasseln. Die Fed fängt morgen um 20 Uhr sicherlich an, den Markt ein bisschen zu volatil, ein bisschen mehr zu Volatilität zu bringen. Dann haben wir, wie der Daniel auch schon sagte, am Donnerstag dann noch die EZB, parallel dazu auch noch die Bank of England, die eben auch noch mit Zinserhöhungen da reinkommt. Ja, wir haben heute schon Arbeitslosenzahlen gehabt von Deutschland, 5,5% unverändert. Im Verlauf des Tages kommen dann natürlich auch noch ein paar andere Daten jetzt im Vormittag, die EU mit BIP-Zahlen, jetzt während wir quasi das Interview auch führen und im Vergleich dann aus den USA zum Beispiel auch noch ein paar Hausdaten, Häusermarktdaten, S&P, Case-Shiller-Hauspreisindex und im Verlauf noch das Verbrauchervertrauen aus den USA. Also, da gibt es einiges, was noch auf den heutigen Anleger und Investor und Trader einprasselt an News. Dementsprechend natürlich vorher auch auf die Uhrzeiten gucken, dass man nicht irgendwo in eine Falle gerät und den einen oder anderen Trade aus Versehen aufgrund der falschen Uhrzeit auch noch versemmelt. Das wäre schade. Wir gucken uns an, was LS Exchange natürlich auch noch abseits von YouTube zum Beispiel bietet. Gerne mal die anderen Formate checken, also unter anderem Deezer Music, beispielsweise Twitter, Instagram, Facebook, verschiedene Channels. Einfach schauen, welches Format einem einmal besser zusagt. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank, Daniel, für das Gespräch heute und wünsche dir erst nochmal einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns bestimmt an einer anderen Stelle wieder. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.